Meine lieben Freunde, willkommen hier in Nippe-Wormset. Wir sind in Nippe-Wormset und wir haben jetzt hier diverse Dinge zu klären. Wir müssen auf jeden Fall noch mal kurz bei Lou vorbeischauen. Lou, Antiquitätenhändler. Mal gucken, ob sie noch was irgend zu erzählen hat. Denn die Dame war ja sehr gesprächig und hat in einer schönen amerikanisierten Akzent gesprochen, so wie ich. Und mal gucken, ob sie noch irgendwas Wichtiges für uns hat. Lou? Hi, Lou? Hallo? Hi Adrian, was kann ich für Sie tun? Oh, nichts, ich schaue mich nur um. Okay, sagen Sie mir, wenn Sie was brauchen. Okay. Okay, ich glaube, dieses Ding, das können wir ihr geben. Ja, wird auch rot. Pass mal, sehen wir ganz kurz, dann können wir das mit dem... Genau. Genau, das Ding wird rot und weil wir hatten ganz am Anfang, als das erste Mal hier waren, hatte sie ein Telefonat und da hat sie nach so einem Ding gefragt und das ist, wir machen das mal. Entschuldigen Sie? Lou? Oh ja, Adrian, was kann ich für Sie tun? Ich hörte, Sie suchen nach alten Kamin. Kamin? Ja, das stimmt. Ich habe diese Brosche in meinem Haus gefunden. Oh, mal sehen. Vielleicht haben Sie Interesse, es gegen das alte Kruzifix einzutauschen. Okay. Okay. Das ist wunderbar. Das ist wunderbar. Danke, Lou. Gern geschehen. Ah, gern geschehen. Das ist wie American Shopping on Television. Television Shopping. Alright, das ist wunderbar. Ganz neu im Angebot. Heute extra für Sie eine wunderbare Stoppuhr. Ah, das ist einfach wunderbar. Können wir noch was mit ihr quatschen? Hallo? Hallo, Lou. Hi, Adrian, was kann ich für Sie tun? Oh, nichts, ich schaue mich nur um. Okay, sagen Sie mir, wenn Sie was brauchen. Gut, wir sind nochmal rot, wir gucken nochmal rein. Okay, wir müssen das wunderschöne Kreuz haben wir jetzt gekauft. Da ist wunderbar, ist absolut wunderbar, ist wunderbar. Okay. Schauen wir nochmal in der Buch. Oh, Adrian? Adrian? Adrian! Rocky! Am kommenden Freitag, Nachmittag, den 5. Februar, wird Carlos freundlicherweise Sonderverschlung im Waisenhaus. Okay, das haben wir, glaube ich, schon gelesen. Ne? Damals ja sehr, genau, das hatten wir schon gelesen. Summdi-dummdi, perfekt. Super, pass mal auf, dann gehen wir jetzt mal raus und liebe Leute, der Hinkeeper hat gesagt, und auch wir haben ja dieses wunderbare Foto gefunden, und der Dracula, beziehungsweise der Vampir-Roman hat uns das erste Mal reingeführt. Ja, das ist der Hund, ne? Mit dem können wir nichts machen, ne? Und ich würde ganz gerne noch einen Knochen kaufen, bin ich ehrlich, ne? Aber irgendwie, was ist dazu zu? Ah! Der gute, wie hieß der, Harp hat zu. Na gut. Gut, dass das Lou auf hatte, ne? So, dann würde ich vorschlagen, liebe Leute, ich glaube, ein Knochen brocken war nicht mehr. Der Hund ist weg. Das war ähnlich wie 20, ne? George Stewart hatte ja damals auch, das war, ne? Ähnliches wie hier, ne? Und, oh, ist da neue Post drin? Ne. Mach das mal auf, Adrian. Ja, wenn die rigorose Dame gleich böse zu uns ist, dann zeigen wir ihr den, das Foto und dann, ne, das öffnet dann wahrscheinlich Tor und Tür, ne? Tür und Tor, Haus und Tür, Haus und Tor. Auf jeden Fall, wir kommen vielleicht rein. So, pass mal auf. Bittere alte Frau, wir möchten zu Malcolm. Ja, was wollen Sie? Also? Also? Wie wär's mit Freundlichkeit, Baby? Ich muss mit Malcolm reden. Es ist sehr wichtig. Ja. Nein, hören Sie auf, ihn zu belästigen. Pass mal auf, Tode. Das machst du mit Adrian, aber nicht mit Spielkind 45. Hör mal, ne? Der erzählt dir noch ein paar Takte, Baby. Pass mal auf, ne? Ja?
Was wollen Sie? Also? Die erinnert übrigens an die Schwester bei Sherlock Holmes, das Geheimnis der tätowierten Rose. Pass mal, wir haben dieses wunderschöne Bild gefunden, das Malcolm und rein. Hier, ich wollte dieses alte Foto Malcolm geben. Ich habe es auf dem Kanu-Waschbesitz gefunden. Mhm. Es ist ein Foto von Kanu und Malcolm. Sehen Sie die Rückseite? Sehen Sie Malcolm als kleiner Junge? Bitte, ich muss unbedingt mit Malcolm sprechen. Es ist wichtig. Eine Minute. Ja, kann die irgendwann... Malcolm will Sie sprechen. Bitte legen Sie CD5 ein. Wieso muss ich jetzt auf CD5 zurück? Okay, daran kann ich mich nicht mehr erinnern. Okay, meine lieben Leute. Das wird jetzt so nicht funktionieren. Das weiß ich von vornherein. Da muss ich mir dann was einfallen lassen. Ich weiß noch nicht genau, wie ich das mache, aber... Wir gucken mal. Liebe Leute, dann sehen wir uns dann hoffentlich dann beim nächsten Mal, beziehungsweise wir haben 6 Minuten, wir sehen uns auf jeden Fall gleich nochmal wieder, wenn ich es denn hinkriege. Liebe Leute, bis gleich, euer Spielkind 45. Meine lieben Leute, für euch ist jetzt nur eine Sekunde vergangen. Für mich hat es ein bisschen länger gedauert, nämlich eine ganze Woche. Und es gab in der Tat, wie ich am Ende auch schon, also jetzt an diesem, vor dem Schnitt, erwähnte, dass es da ein Problem mitgeben könnte mit dem CD-Wechseln, ohne vorher zu speichern. Das war schrecklich kompliziert, aber es hatte auch sein Gutes. Ich habe jetzt genau rausgefunden, wie es funktioniert. Ich weiß es jetzt. Also ich kann es jetzt in allen Lebenslagen, ne, bei der DOSBox die CDs wechseln. Für irgendjemanden, der da selber mal mit DOSBox spielen sollte und das Problem hat, dass er nicht weiß, wie er die CDs wechseln soll, einfach Steuerung und Alt, beziehungsweise Steuerung und R4 drücken, dann werden die CDs gewechselt. Das ist gut zu wissen, das hätte ich vorher wissen sollen, aber macht nichts. Ich heiße euch jetzt ganz herzlich willkommen. Einen Vorteil hatte die Sache nämlich, dass wir das jetzt nicht konnten, weil... Ich habe nicht gewusst, dass es dann wieder zu Ende ist, wenn wir bei Malcolm uns da unterhalten. Und das wäre tatsächlich das Ende des Kapitels gewesen. Wir haben noch einiges nicht gesehen, liebe Leute. Und das möchte ich jetzt auf jeden Fall noch machen. Bevor wir zu Malcolm gehen, möchte ich auf jeden Fall noch diverse Sachen machen. Euch noch einiges zeigen, dass dann auch auf die Geschichte von Kano und der ganzen Gruselgeschichte auch ein bisschen so ein paar Hintergründe aufklärt. Und das müssen wir machen. Gut, ich sehe, das Kreuz haben wir gekauft. Wir brauchen das Kreuz letztendlich nicht wirklich. Es geht auch ohne Kreuz, aber es ist von Vorteil, wenn man es hat. Ne? Und wir werden jetzt auf jeden Fall noch ein paar Dinge entdecken, erforschen. Und dazu lade ich euch natürlich ganz herzlich ein. Ich muss jetzt mal ganz kurz gucken, dass ich jetzt in der Zeit bleibe. Ne? Gut, Adrian fährt weg. Ne? Nipper Warmset, auf Wiedersehen. Ne? Wir kommen vielleicht mal wieder. Ich weiß es noch nicht genau. Okay, da fährt sie. Ne? Kommt dann an. Wir hatten ja, glaube ich, Cyrus und Harriet sind, glaube ich, am Abreisen, wenn ich das richtig verstanden habe. Ne? Und wir müssen jetzt mal gucken. Denn es gibt noch, hier ist noch der Auto von der Kabelmann, von der Telefonmann. Telefonmann ist bei uns im Haus, ist gut zu wissen. Und ihr seht schon wieder, es wird, ich verfalle in die amerikanischen Akzent, because it wird nicht ganz, es wird, naja, so ein paar Sachen habt ihr jetzt schon gesehen und ihr wisst, worauf wir uns hier einlassen. Ne? Gut, den Wahrsageautomat haben wir, glaube ich, getestet, ne? Und wir haben rausgefunden, dass, naja, sagen wir, wir machen jetzt erstmal Folgendes. Wir gehen jetzt mal da hoch. Und ich habe tatsächlich ein paar Sachen übersehen, die ich aber beim Rendern noch und ich habe noch ein bisschen geforscht, was das ganze Spiel angeht, denn es gibt mehrere Möglichkeiten des Endes. Man kann das Ende relativ schnell forcieren. Ich möchte das ganze Ende zeigen. Ne? Das ganze Ende ist auf jeden Fall, das ganze Ende würden wir sowieso sehen, aber es gibt eine Variante bei dem Spiel, wo man halt das sehr ausführlich zockt. Und das werden wir jetzt immer ganz kurz machen. Wir gehen jetzt mal in dieses wunderschöne Zimmer, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Genau, und wenn ich das jetzt richtig recherchiert habe und auch getestet habe, dann müsste da im Spiegel jetzt was passieren.
dich in ein paar Minuten unten, Liebling. Beeil dich, mein Engel. The heartbeat. Wir hatten ja, glaube ich, schon gesehen, dass die beiden das Pendel des Todes, diesen Thron da manipuliert haben und dass es dann mit Kano ganz schön schlimm wurde. Und ich will mal ganz kurz, ob ich hier nochmal drauf gucken kann. Und das war dann der Geliebte von... Ah, dieses Piano. Und, ja. Und, jetzt gehen wir mal wieder raus. Da haben wir jetzt, glaube ich, das haben wir auf jeden Fall. Das hätten wir sonst verpasst, diese Szene. Ich glaube, es kommt noch irgendwie eine. Adrian, geh da mal. Mein Engel! Gaston! Wo bist du? Gaston! 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 Ja, Gaston, ne? Gaston, das war dann wohl der Geliebte von ich weiß nicht, wie ist die letzte Frau jetzt? Leonora ist ja, glaube ich, der ist, glaube ich, das Genick gebrochen worden, der Malerin, ne? Die hätte, glaube ich, diesen Schraubstock nach Genick weg und so, ne? Das war, glaube ich, ich weiß es gar nicht. Wir werden es auf jeden Fall noch rausfinden. So, das war eine Sache, das wollen wir nur ganz kurz hier mal bei dem guten Dorn gucken. Da kamen ja, glaube ich, sehr, sehr seltsame Geräusche raus. Dawn? Dawn? Okay, da ist dann wohl doch nichts. Da hatten wir, glaube ich, geguckt, da war nichts mehr. Soll ich noch mal ganz kurz nach oben gehen? Denn because I want to look out for something, da möchte ich noch mal ganz kurz reingehen. Ah, da, okay, ist alles noch in Ordnung. Gut. Ich glaube... Hatten wir uns der Gemälde angeguckt. Ich muss es, weil ich habe es eine Woche nicht aufgenommen, Freundin, also seht es mir bitte nach. Aber ich will noch mal ganz kurz hier den, ja, ich glaube, den hatten wir gesehen. Das ist auf jeden Fall, das könnte sich dabei um das... Okay, ich mache das mal weg, sonst kriege ich Schiss und das ist nicht gut. Das wollen wir alle nicht, dass ich Schiss habe, ne? Sonst müsste ich anfangen zu singen und das wollen wir alle nicht. Because. So, okay. Und dann war mir noch was aufgefallen, was wir, soll ich nochmal ganz kurz in das Badezimmer gehen, weil da gab es auch noch eine Spiegelsequenz, das meine ich, weiß ich noch. Weiß ich nicht, ist das jetzt, ne, jetzt kann ich da aktuell gar nicht reingucken, oder? Nochmal ganz kurz gucken. Ne, der Spiegel sieht aber noch normal aus. Ich meine, irgendwann in irgendeinem Kapitel gäbe es da auch eine Spiegelsequenz, allerdings, ich weiß nicht mehr in welcher. Und, nein, das war der Fall. Doch, war richtig, super coole Sache, das Adrian. So, und jetzt ist mir noch was aufgefallen, in Folge meiner Recherchen. Ich musste ja ein bisschen recherchieren, weil ich echt irgendwie das Spiel hätte sonst abbrechen müssen. Ich habe das echt nochmal neu gekauft bei GOG, im englischen Original. Das hat Vor- und Nachteile. Der Nachteil beim GOG ist, dass die Videos da auf ein Minimum geschrumpft sind. Das heißt, die ganzen Videos sind nur so minimal. Man sieht also fast gar nichts, ne? Und das ist eine relativ bescheidene Angelegenheit. So, dann gehen wir da nochmal rein. Da haben wir das mal gesehen, dass das Halsband von
von Spaß, ne, war bei dem betrunkenen Dorn. Und was mir dann auch noch tatsächlich, was ich übersehen habe, war Folgendes, liebe Leute, Folgendes. Und das war wirklich essentiell wichtig. Und das ist ja ne, da, wo wir den bösen Geist losgelassen haben. Und man kann jetzt auch in diese Richtung noch gehen. Das hatte ich übersehen, irgendwie war mir das missfallen. Und liebe Leute, da werden wir jetzt noch ein paar Sachen entdecken können. Nämlich hier im roten Cursor. Ich klick da mal drauf. Und ein weiterer Geheimgang. Wir haben ja oben bei dem Drachen schon Geheimgänge entdecken können, ne? Und das ist jetzt ein neuer Geheimgang. Und da gucken wir mal, was da so auf uns wartet. Oh Gott, das sieht auf jeden Fall sehr dunkel aus. Da geht es, glaube ich, wieder zurück. Ja, wir gehen aber mal jetzt in diese Richtung. Muss ich singen? Ich glaube, ich spreche besser amerikanischen Akzent. Okay. Sieht aus wie eine Krypta oder sowas in der Art. Es ist eine Gruft. Aber die werden wir uns erst in der nächsten Folge anschauen. Ich sage jetzt erstmal vielen, vielen Dank für die Zuschauen und verbleibe wie gehabt in diesem Sinne. Ab in die Rinne, Freunde. Halt euch wacker. Ciao, ciao, sagt euer Gruftbesucher. Ich bin ganz nervös, liebe Leute. Ciao, ciao.